Mich böse, war ich zu mir, sehr böse. Und zum Ausgleich, um diese Gefühle nicht fühlen zu müssen, diese Gedanken nicht hören zu müssen, fing ich wieder an zu kauen. Also habe ich mich dann in Zukunft einfach beobachtet, immer dann, wenn ich gekaut habe, erstmal bewusst wahrzunehmen, was geht da in meinem Kopf ab. In welche Richtung lenkt mich gerade mein Denker? Und was für Emotionen entstehen da gerade in meinem Körper? Und Leute, das ist spannend. Das ist spannend, weil wir wissen so viel über Superstars, wir wissen so viel über Sendungen, über Dinge im Außen, aber über uns selbst wissen wir die wenigsten Sachen. Ich war eine jahrelange Nagelkauerin und ja, wie ich aufgehört habe, meine Nägel zu kauen, erzähle ich dir in diesem Video. Es ist nicht das, was du denkst, es ist nicht irgendwie ein bitteres Mittel, habe ich alles benutzt, hat nicht wirklich was gebracht. Ich habe sehr klein angefangen, Nägel zu kauen. Damals aufgrund eines traumatischen Ereignisses, ja, Gewalt in der Ehe meiner Eltern, was ich beobachtet habe, und das war ganz schlimm gewesen für mich. Eine Lektion, die mich mein gesamtes Leben begleitet hat, beziehungsweise eine Erfahrung. So, warum kauen wir Nägel? Nägel sind ja eigentlich Krallen. Und für was brauchen wir Krallen? Krallen brauchen wir, um uns vielleicht an jemanden festzukrallen, ihn an uns zu binden oder um zu graben, ne? Oder uns zu verteidigen, uns zu wehren. So, wenn ich als Kind lerne, dass ich mich nicht verteidigen darf, das heißt, ich muss meine Wut unterdrücken, ich darf mich nicht verteidigen, ich kriege Ärger, gerade jetzt, wenn es ein älteres Geschwisterkind ist, es kommt sehr oft vor, dass es immer sein Spielzeug hergeben muss, es muss immer den Kürzeren ziehen, es darf sich nicht verteidigen, es darf seine Wut nicht zeigen. Wir als Mütter müssen ja aufpassen auf das kleine Kind, aber das Große nimmt manchmal auch einen Schaden dadurch mit. Was passiert? Manchmal fangen die Kinder an zu kauen, weil sie dir die Krallen nicht zeigen dürfen, ne? Sich verteidigen dürfen. Oder wenn in der Kindheit jemand stirbt, Vater, Mutter, irgendein Geschwisterkind, dann will man mit diesen Nägeln zeigen, dass ich das Loch nicht graben möchte für das Begräbnis. Ich möchte, dass dieser Mensch noch bleibt, deswegen kürze ich meine Nägel und fange an zu kauen. Und der dritte Punkt, der trifft auf mich, war der Punkt, dass ich mich nicht sicher gefühlt habe, nicht geborgen gefühlt habe in meiner Kindheit. Ja? Aufgrund, wie eben schon erwähnt, mehrere Erfahrungen von Gewalt zu Hause, die ich beobachtet habe, habe ich mich einfach null sicher gefühlt. Ich habe in einer Insta-Story vor wenigen Tagen oder Wochen war das, vor 2 Wochen oder so, habe ich das genauer beschrieben, was damals in meiner Kindheit passiert ist, was das mit mir gemacht hat und dass ich seitdem anfing, Nägel zu kauen, weil dann kaust du dir deine Krallen runter, weil du kannst dich doch eh auf niemanden verlassen. Und das ist ein Glaubenssatz, den ich jahrelang mit mir rumgetragen habe. Diese Erlebnisse haben mich natürlich auch sehr geprägt. Also meine Seele hat sich eine spannende Aufgabe ausgesucht und sich durch mein gesamtes Leben gezogen, weil ich mich zu dem Typ Frau entwickelt habe, nicht zu dem Typ Opfer, der es mit sich machen lässt, sondern aggressiv, die nichts mit sich machen lässt und direkt, vielleicht auch manchmal zu schnell, sich verteidigt, obwohl da gar nichts ist. Ein ganz großer Punkt, der noch dazu kommt, das Gefühl, wertlos zu sein, nicht gut genug für meine Familie, für meine Mitmenschen zu sein. Und immer dann, wenn ich meine Aufgaben nicht geschafft habe, wenn ich im Stress war, gerade abends, es war Stress, viel zu tun, meine Aufgabenliste ist noch nicht beendet, es ist schon spät, wir müssen bald ins Bett, dann fing ich an meinen Nägel zu kauen. Und dann habe ich mich beobachtet, was sind denn da für Gefühle? Weil wenn ich gestresst bin und Nägel kaue, ist es ja ein unbewusstes Verhalten. Es ist ja immer unbewusst. Also niemand kaut bewusst an seinen Nägeln. Das würde, glaube ich, würden die wenigsten tun, es sei denn, sie finden es geil. Hinter jeder Emotion steckt immer ein Gedanke da. Und dann habe ich mich beobachtet und die Gedanken waren zerstörerisch. Ich habe mich geschämt für meine Gedanken, weil sie so böse mir gegenüber waren, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das schon wieder nicht schaffe, dass ich hätte früher aufstehen müssen, dass ich mir die Zeit nicht hätte gönnen sollen beim Spazierengehen, dann wäre ich jetzt auch fertig gewesen. Also ziemlich böse war ich zu mir. Und zum Ausgleich, um diese Gefühle nicht fühlen zu müssen, diese Gedanken nicht hören zu müssen, fing ich wieder an zu kauen. Also habe ich mich dann in Zukunft einfach beobachtet, immer dann, wenn ich gekaut habe, erstmal bewusst wahrzunehmen, was geht da in meinem Kopf ab. In welche Richtung lenkt mich gerade mein Denker? Und was für Emotionen entstehen da gerade in meinem Körper? Und Leute, das ist spannend. Das ist spannend, weil wir wissen so viel über Superstars, wir wissen so viel über Sendungen, über Dinge im Außen, aber über uns selbst wissen wir die wenigsten Sachen. Und dann zu sehen, was da für ein Schlamm an Negativität in mir drin ist, grünes, dreckiges, schimmeliges Schlamm in mir drin, das hätte ich niemals, niemals erkannt. Das hätte ich niemals auch offen zugegeben, weil mir das peinlich ist, dass ich so über mich selber denke. Das habe ich mir dann immer wieder bewusst gemacht. Das war ein Spiel, beziehungsweise das hat ein paar Wochen gedauert, das ging nicht so schnell, weil ich immer wieder unbewusst wurde, wieder gekaut habe, mich daran erinnert, oh scheiße, jetzt hast du wieder so runtergekaut. Dann beim nächsten Mal, sobald das wieder an den Mund kam, mich daran wieder erinnert.
Okay, warum machst du es jetzt? Und dann wieder diesen Druck gespürt, dieses mich fertig machen gespürt, diesen Stresspegel ohne Ende, dass ich die Aufgaben wieder nicht schaffe und es ist sehr spät, mein Thema. Und dann einfach mal diese Gefühle zuzulassen in meinem Körper, nicht mehr dagegen zu kämpfen. Okay, ich lasse es zu jetzt. Und dieses Erlauben von diesen negativen Gefühlen, da musste ich nicht mehr kauen, ich musste es nicht mehr ausgleichen, ich musste es ja nicht mehr unterdrücken. Und so konnte ich dann an dieser Arbeit mit mir selber es unterlassen, ständig meine Nägel zu kauen. Ihr seht, es ist ein Prozess gewesen von einigen Wochen, wenn nicht sogar von Monaten, das erstmal zu erkennen, was war der Glaubenssatz dahinter und dann zu schauen, und da sind ja noch mehrere Schichten. Wenn wir einen Glaubenssatz haben, den wir lösen wollen, wie jetzt bei mir zum Beispiel, dass ich mich auf niemanden verlassen kann, nur auf mich selber, weil ich so allein gelassen wurde, hat sich durch mein gesamtes Leben gezogen. Ich habe den erkannt und habe ihn gelöst, aber das ist eine Schicht. Ihr könnt euch vorstellen, so eine richtig dicke Glaubenssatzschicht, wo ich aber nur die obere Schicht abgetragen habe, nicht die untere. Und das ist oft bei vielen Menschen so, die ihre Glaubenssätze lösen, auflösen und sich dann wundern, warum in einigen Bereichen sich Geschichten wiederholen. Sie wiederholen sich nur, weil das Leben mit dir spricht und sagt, schau noch mal dahin. Da ist noch etwas Tiefergehendes hinter diesem Glaubenssatz. Schau mal rein und arbeite mit dir. Und umso mehr wir in uns reinschauen, umso mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen und nicht mehr mit irgendwelchen Medien da draußen, desto mehr fangen wir an zu leuchten, weil wir Licht reinzeigen und den Dreck wegfegen können, der sich da angesammelt hat. Und der ist nicht nur von uns, der gehört auch zu unserer Ahnenreihe. Ja, unbewusste Themen, die nicht verarbeitet wurden von unseren Vorfahren, von unseren Eltern, nehmen wir noch mit. Ich könnte jetzt noch stundenlang darüber reden, aber ich will das Video nicht zu lang machen. Wenn du persönliche Begleitung wünschst, egal was, dann ich bin gerne für dich da. Dann kannst du gerne auf meine Webseite schauen. Da gibt es weitere Informationen. Wir können gucken, ob ich dir überhaupt helfen kann, wie ich dir helfen kann. Und ja, ich freue mich sehr gerne, wenn du dich bei mir meldest. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse mir einen Kommentar mit Videowünschen für die Zukunft. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.